Wir sind im Bryce Canyon und haben am Sunset Campground einen der teuersten Campingplätze der Tour belegt. $30 pro Nacht mit keinem Service außer Fallklo. Wir sind Pensionäre und bezahlen deshalb nur die Hälfte. Es ist Mittag und der Tag ist noch lang, deshalb befahren wir die komplette Szenic-Route bis zum Rainbow Point. Hinten oben ist der Rainbow Point, wo wir gerade waren. Hier im Aqua Canyon besonders schöne Hoodoos, geschmückt mit Figuren. Richtung Paria Plateau und Paria Canyon. Hier geht der Navajo Trail nach unten. Je später der Abend, desto schöner die Wolken und je besser die Sicht. Wie viele Jahre hält das Teil noch? Thank you.
Hier im Cedar Breaks Nationalmonument haben wir wahrscheinlich den höchsten Punkt auf dieser Tour erfahren. Wir sind fast auf 3500 Meter und der Winter ist hier allgegenwärtig. Schneefall und ein orkanartiger Sturm lässt kaum Filmaufnahmen zu. Und da alles noch geschlossen ist, geht es wieder abwärts ins Tal. Wir sind am Mount Wheeler auf 2800 Meter. Bis hoch zum Campingplatz ist die Straße noch gesperrt. Mit der Altautoentsorgung macht man es sich hier leicht. Sie werden einfach neben der Straße abgestellt. Dem Recycling zuführen ist bei den langen Wegen wohl einfach zu teuer. Die Umwelt wird es wohl schon verkraften.
Und auch so kann man unterwegs sein. Ein Pickup mit einem großen Wohnteil, der noch einen Hänger zieht. Vorn am Auto auf den Gepäckträger nimmt man noch ein Motorrad mit. Warum man unterwegs kaum Wildtiere sieht, wird einem klar, wenn man dieses Rennstor sieht. Wir queren den Pony Expressweg. Dies war mal eine schnelle Postwegstrecke auf Pferden von der Ostküste an die Westküste. Die Fertigstellung der Eisenbahn machte diesen Postweg überflüssig. Ansonsten gibt es hier am Highway 50 kaum etwas zu sehen. Deshalb ist auch der Campingplatz kostenfrei und kaum besucht. Wir verlassen den schönen Campingplatz und fahren weiter auf dem einsamen Highway 50 von Nevada. Wir biegen vom Highway 50 auf die County Route 361 nach dem Ort Gaps ab. Kurz vor Gaps auf die Ranch Route 844, die uns nach Berlin, einem Ghost Town, mitten in Nevada führt. Wir stellen den Wohnwagen ab, fahren über eine Bergkette in das wüstenhafte Tal vor der Toyoba Ranch. Hier liegt das Ghost Town Berlin mit seinen stillgelegten Minen. Die alten Hinterlassenschaften von Berlin.
Im Lake Tahoe bei Regenwetter und 5 bis 10 Grad Wärme. Vom Lake Tahoe fahren wir in die Salzwüste bei Gerlach in Nevada. Hier hoffen wir, die Fly Guys hier zu sehen. Gleich in der Nähe findet auf dem trockenen Salzsee jedes Jahr Anfang September das Burning Man Festival statt. Ob davon heute etwas zu sehen ist, ist fraglich. So könnte man die Fly-Geysire sehen, wenn man näher heran könnte. Die Geysire liegen auf einem Privatgelände und sind deshalb nur an wenigen Tagen im Jahr und das nur auf Voranmeldung zu besichtigen. Ein Stück weiter, hier in der Salztonebene des ausgetrockneten Sees Lake La Hontan in der Black Rock Wüste, findet jedes Jahr Anfang September das Burning Man Festival statt. Zehntausende Besucher kommen dann hierher in die Wüste und das für eine Woche lang. Sogar ein Flugplatz wird dann hier eingerichtet. Wir lassen Nevada hinter uns und fahren in die Berge in die Cascade Range. Das Lava Beds Nationalmonument ist unser nächstes Ziel. Wir sind in Lava Beds. Heute machen wir Pause, es ist wieder warm auf 1500 Meter. Am Abend sitzen wir dann am Lagerfeuer und am nächsten Tag geht es zu Lavaröhren, Vulkankratern und genießen Ausblicke auf schöne Landschaften. Thank you.
Ein Rundgang auf der Lavabutte. Ein Blick über Lavabeds Nationalmonument, ein Riesengebiet mit vielen kleinen und einigen großen Kratern von Lavaausbrüchen vor mehr als mehreren hunderttausend Jahren. Von Lavabeds fahren wir zum Lassenvulkan. Über den Berg kommen wir nicht, denn die Passstraße ist wegen des Schnees noch geschlossen. Wir umfahren den Berg weiträumig und fahren von beiden Seiten so nah ran wie möglich. Auf der Seite des Lassenvulkanik sind wir nur bis zur Schwefelquelle hochgekommen, knapp über 2000 Meter. Im Schnee versteckt sich der Visitor Center. Thank you.